zeigt auf jeden Fall gut. Komm, wir gehen direkt mal in das Video von Elis rein. Discord und Fotos rein, Leute. Geil, weil heute habe ich mir was ganz Besonderes ausgedacht. Oh mein Gott, ich werde heute meine Freunde... Warum ist dein Licht aus? Ich verstehe es nicht. Also ich werde, die sind gerade live und ich faulenze hier gerade rum wie so ein Stück Scheiße. Deswegen habe ich mir gedacht, so, ich werde jetzt einfach einen Fake-Account erstellen auf Twitch und über mich schlecht reden. Ich weiß nicht, vielleicht helfen die mir, vielleicht aber auch sagen sie einfach, ja, du, weißt du was, der Edis ist ja wirklich so ein Scheiße. Der wird, dem traue ich nicht auch ganz schön zu. Let's go. Okay. Dieser Wichser, ich habe mir das schon gedacht damals, als es passiert ist. Alles klar, ich habe jetzt mein... Zum Glück habe ich so geantwortet. Fake... Ich wollte ihn eigentlich beleidigen, aber ich dachte, da ist safe, der macht eh ein Video. ...Profil erstellt, also mein Fake-Twitch-Profil. Ich heiße Sensi_Kareem. Keine Ahnung, was es jetzt, wenn man es schnell ausspricht, was... Sensi Kareem. Ja, das ist sogar dieser bedeutet, Account. Aber... Ich kann mich sogar noch genau dran erinnern. Ich kann mich noch genau dran erinnern, Digga. Ist das hier jetzt zu den... Wirklich. Brisrü. Der Junge muss mal zurückgetrollt werden. Übergehen und wir trollen die. Ich gehe jetzt erstmal auf G-Tasty. Er ist live. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Alles klar. Er streamt gerade GTA. Chat nur für Follower. Wir folgen ihm natürlich, weil Folgen ist wichtig für Support und so. Hallo, Tasty. Warum 10 Minuten Follower? Warum? Warum macht man sowas? Okay, alles klar. Ich warte 10 Minuten. Es ist gar kein Problem. Was macht Batzi, der Cap? Okay, der streamt gerade auch GTA. So, ihm folgen wir. Er hat auch Folgen. Hallo, Batzi. Ich habe eine Frage. Wieso machst du eigentlich einen Server mit Edis? Er so ein Fitnermacher, Digga. Droht doch seine Zuschauer und sich voll asozial in den Streams. Oh, Alter, scheiße, da sind so viele Schreibfehler. Der wird direkt checken, dass ich das bin. Er droht seine Zuschauer groß. Zuschauer schreibt man groß. Okay, das passt. Okay, alles klar. Oh, einer antwortet schon. Bitte was? Ey, Bruder, verteidigt mich. Aha, noch ein Löwe. Was sind das auch für Mods, ja. Bruder, die mir gar nicht helfen und mich verteidigen? Der arme Grizzly Judd, der wird wegen mir... Der hat wegen mir eine Nachricht gelöscht. Atzi, lest die Nachricht. Nein, ich wurde gesperrt. Ich wurde gesperrt. Bruder, Walla, ich küsse eure Herzen an dieser Stelle, falls ihr das Video seht, wie ihr aufgestanden seid, Lan. Walla, ihr seid aufgestanden wie 20 Löwen, wenn die ein Reh auf der Straße sehen, Bruder. Bruder. Okay, ich bin gebannt auf diesem Kanal. Da muss ich ihn jetzt, glaube ich, donaten, dass er das sieht. So, jetzt hat er es bekommen. Er hat was für 20 Rehe? 20 Rehe sollen in... Ach, egal. 2 Euro bekommen. Lest. Hallo, ich habe 2 Euro gespendet. Lest die Nachricht. Nein. Lest doch die Nachricht. Ey, Bruder, das kannst doch nicht sein. Ich habe gerade 2 Euro gespendet. Entschuldigung, 2 Euro spende bitte. Ich will mein Geld zurück, bitte. Gib mir doch mein Geld jetzt dann. Man merkt, diese YouTube-Dings tut Edis gar nicht gut, wieder, wenn du nicht damit. Er ist richtig aufgedreht, aber das muss man sein. Nachricht vorliegt, wofür habe ich gespendet? Okay, ich muss ihm wieder. Ich muss ihm 5 Euro spenden. Okay, jetzt müsste er 5 Euro bekommen. Jetzt liest er. Jetzt liest er. Hey, ich strike auch Batzi bald weg hier für diesen scheiß Alert-Sound, Bruder. Reicht doch. Du hast diesen Song auseinandergenommen, wirklich. Du hast ihn auseinandergepresst, du hast ihn auseinandergenommen. Bitte nimm ihn raus. Danke dir. Also, Japanisch. Japanisch, okay. Was? Warum liest er die? Ich hab ihn 5 Euro geschickt, Bruder. Ich hab ihn jetzt 7 Euro geschickt. Zweimal mit derselben Nachricht. Ich wurde aus dem Chat gebannt und ich sehe nichts. Okay, ich schick ihn nochmal. Ist mir scheißegal. Ich hab ihn nochmal gespendet. Sensei Mura. Der einzig wahre. Heißt so. Er liest die Nachricht. Aber ich sag euch ehrlich, er tut eigentlich ist es doch am besten, solche dummen Kommentare zu ignorieren. Also er sieht halt diese Nachricht, aber... 7 Euro minus schon gemacht, Bruder. Ich hoffe, du kriegst das irgendwie wieder rein mit dem Video. Will das nicht öffentlich machen, also beziehungsweise das jetzt vorlesen, damit nicht so eine Fitna oder so entsteht. Also ich glaube, er hat die Nachricht jetzt schon gelesen. Also er hat es auch gecheckt, dass jetzt, glaube ich, so ein Troll ist. Alles klar, dann gehen wir zu dem nächsten rüber. Gigant. Ich folge ihm und gib ihm. Dieses... Hä, warum ist das bei mir drin? Nimmt das raus, Mods. Nimmt das. Das war wahrscheinlich drin wegen den Bot-Angriffen. Nimmt das aber raus. Macht Follower-Modus raus. Ein Ding. Warum 10 Minuten und warum hat Gigant gerade so eine kleine Cam? Da müssen wir auch bei ihm warten. Sind bei Tasty eigentlich schon 10 Minuten rum? Boah, da haben wir uns gerade mal Hogwarts also, Legacy. Ich habe jetzt geschrieben, Bruder, bitte, wieso machst du einen Server mit Edis? Der Junge ist ein falscher Fuffi. Er bedroht seine Zuschauer. Wir schreiben die Nachricht rein und. Also auf Deutsch für Klicks. Das macht gar keinen Sinn, weil.
Ach, egal, Bruder, wie soll ich das denn jetzt einem 12-Jährigen erklären? Scheiß doch. Wenn so etwas nicht, dann ist es klar, dass da... Ich bin wieder gesperrt. Der wurde einfach gesperrt. Dann mache ich das jetzt so, ich muss jetzt auch ihn spenden. Der muss überall donaten, Bruder, mach nicht mehr. Am besten mach diese Videos nicht mehr mit deinen Kollegen, weil du wirst nur noch Bruch gehen, Bruder. Du wirst nur Minus machen, das wird gar nichts bringen, dass du YouTube machst, bitte. Such Leute, wo nicht direkt Perma gebannt geschrieben. Bruder, bitte brich den Kontakt zu Edis ab. Der Junge ist falsch, Wallah. Und... zahlen. Oh, nimm diese Donation. Weißt, ah! Bruder, bitte brich den Kontakt zu Edis ab. Der Junge ist falsch, Walla. Jetzt warte. Warte, was ist da was schon mal gesagt? Sensikerim. Sensikerim. Bitte brich den Kontakt zu Edis ab. Der Junge ist falsch, Walla. Okay, jetzt bin ich gespannt, was er sagt. Bruder, für, wenn du da noch eine 0 dranhängst, für einen 10er, ich breche ab. Ich sag dir ehrlich, für einen 10er, ich würde schon abbrechen. Bleib einen 10er, mach noch eine 0 dran und ich mach das, kein Problem. Aber für einen, das ist doch dein Herz. Die Freundschaft zu Edis ist mir doch mindestens. Ekelhaft, das war's doch schon. Guck mal, wie geschockt Edis ist. Der jetzt auch. Okay, wir haben uns jetzt. Ja, die Aufnahme sagt, bei ihm ist leise, Leute. Er ist laut genug. Ein 10er würde er abbrechen. Er sagt noch Dankeschön für deinen Euro. Okay, alles klar. 10 Euro. So, und jetzt schreibe ich: Nimm 10 Euro und brech ab. Edis hat Geburtstag. Ja? Oh nein, bitte nicht, Digga. Nicht dieses Geburtstag. Bitte nicht dieses Geburtstag. Es reicht doch. Jeden Tag um 0 Uhr schreiben die Leute, dass ich Geburtstag habe. Es stimmt nicht. Ja, es ist auch gar nicht mehr lustig, dieses Meme. Das hat dann irgendwann hier angefangen. Dann hat sich das verteilt in allen Twitch-Sets. Chats, es macht doch einfach... Falls ihr das mitbekommt, ich hab keinen Geburtstag um 0 Uhr, okay? Ich werde nie Das ist eigentlich Karims Meme. Ist echt so, das ist mein Meme, was wollt ihr? Warum klauen das alle? Geburtstag haben, ich hab nie Geburtstag. Es gibt nur ein... Aber es ist okay, nimmt das ruhig aus diesem Chat raus und macht das bei anderen. Ich bin voll fein damit. Nimmt das hier raus und... Weg damit, alles gut, ich bin wirklich fein damit. Todestag und einen Tag, auf den ich auf die Welt komme. Nein, ist von Inscope, kein Problem, dann macht es da ruhig weiter. Aber bitte nicht mehr hier, macht es überall. Fertig aus. So, ich gönne ihn jetzt die 10 Euro. Ich hab gar keinen Bock mehr, älter zu werden, Digga. Ja, und vergiss nicht, du wirst auch hässlicher. Nein, Spaß, Bruder, ich nehm das. Das cut ich vielleicht raus. Yeah, Bruder, jetzt wird's geil. Warte mal ganz kurz, ich muss kurz was klären. Was macht er? Ey, Edis, Bruder, ich bin ehrlich zu dir. Guck mal, wir sind eigentlich gute Freunde und so gewesen, weißt du, aber guck mal, Bro, irgendwie... Guck mal, für 10 Euro schon, Alter, wie ekelhaft. Das läuft nicht mehr zwischen uns. Ich blockiere den jetzt. Ich lösche jetzt seine Nummer. Freundschaftlich passt das einfach nicht. Nee, warte, bevor er das macht. So ein Trollvideo, wirklich. So, ist blockiert. Geh du deinen Weg, ich geh meinen Weg und gut ist, ja. Ist blockiert, so. Nee, kannst du mir nicht abschicken, ist schon blockiert. Scheiß auf dich, ciao. So, meine lieben Freunde, wir gehen jetzt rüber zum nächsten. Gigant ist auch... Ey, was war ich denn da wieder am gucken, Bruder? So, meine lieben Freunde, wir gehen jetzt rüber zum nächsten. Gigant ist auch einer meiner stabilsten Twitch-Bres. Und er ist auch, was ein Wunder ist, dass er live ist. Das ist sehr krass, Bruder. Ihn werde ich gar nicht erst versuchen zu schreiben. Hatte ich da schon eine Zahl unten? Leider sieht man das nicht, ne? Ich spende den gleich, weil der Dombele, der war jetzt, glaube ich, gefühlt 4 Jahre nicht live und deswegen redet der erst mit Leuten, die ihm auch Geld geben. Richtig. Mal Spaß beiseite, was schaut der Junge sich da gerade an, Bruder? Bitte hör mir auf, halt. Achso, nein, das ist Subway Surf. Ach, das sind die Ehrlichen, die das gemacht haben? Ja, das sind die Ehrlichen, die das gemacht haben, Edis. Genau, das sind die Ehrlichen, das ist das Original, die haben das gemacht bei der App. Let's go in die Spende rein. Also ich schreibe jetzt in den Chat. Okay. In die Donation schreibe ich, Bruder, Edis sollte... Hör mal im Hintergrund, was im Hintergrund abgeht. Oh! Jetzt in den Chat, in die Donation schreibe ich, Bruder, Edis sollte nicht mehr dein Freund sein. Er ist... falsch und passt nicht zu dir. Okay, alles klar, dann spenden wir das mal auch per PayPal. Oh, ich habe noch nie in meinem Leben so viele Streamer unterstützt. Okay, jetzt müsste es sein. Got it steht da drauf und gib ihm. Ach, hey, wie soll man denn keine Psychosen bekommen, Alter, bei so... Geht's halt 3,33 Euro. Bitte, Bruder, was für ein Video. Lest doch mal meine Donations, Bruder. Du glaubst mir nicht. Nee, ich verliere gleich die Nerven. Ich raste gleich aus. Benzi, danke für die 3,33. Bruder, Edis sollte nicht mehr dein Freund sein. Er ist falsch und passt nicht zu dir. Dafür donatest du 3,33 Euro. Hä? Da ist schon so, ich dachte schon so. Was ist denn mit den Leuten los? Aber ich sag dir ehrlich, Bruder, du hast recht. Nein, du hast recht. Jetzt merke ich, wie falsch ihr alle seid.
Hört einfach auf mit dieser Fitna jedes Mal, wirklich. Ja, man hört auf. Ja, man, guck jetzt, was wieder los ist. Ich weiß nicht, ob es wegen GTA ist. Extra so. Entspannt euch einfach ein bisschen, ja? Ey, das ist ein Brief von mir. Ja, extra so, oh, ey, diese, ich wusste nicht, dass Dings Video ist. Löwe. Alles klar, okay, hat sich erledigt. Gigant ist aber trotzdem Brief. Gigant hat auch gut reagiert. Ich einfach in Frieden. Nimm runter! Ey. Nimm runter! Warte mal kurz, Alter, warte mal kurz! Nein, also alles, irgendwie alles sagt gut. Jeder zwar am Anfang so, ja, die haben recht und so, aber in Wahrheit, glaube ich, haben die so eine Hassliebe zu mir. Ganz tief im Herzen, glaube ich, bedeute ich denen schon was. Das ist ja auch bei mir so. Aber einen müssen wir noch machen. Der ist ja bei dem letzten Video richtig gut angekommen. Nämlich der Abu Julo. Okay. Bevor sein gemacht. Bruder, findest du es korrekt? Oha, was, geht, was ist das für eine böse Lache gewesen gerade, Bruder? Videos mit dir macht. Ich finde, du solltest Kontakt abbrechen. Sorry, aber ist so. Bitte lese es, Abo. Du bist bodenständig. Lese die Nachricht. Abo, auch so ein Herzensguter, Digga. Sensi schreibt, Bruder, findest du es korrekt, dass Edis solche Videos mit dir macht? Ich finde, du solltest Kontakt abbrechen. Sorry, aber es ist so. Warum freut er sich so? Der freut sich voll auf einmal. Er bedroht Zuschauer. Ich hab Beweise. So einer passt nicht in deinen. Er weiß safe, dass. Ja, Bruder, er hat uns doch schon alle 10-mal getrollt, Bruder. Irgendwann, wenn wirklich eine Hater-Nachricht kommt, dann geht man schon gar nicht mehr damit ernst um, weil man denkt, der ist das. Freundeskreis. Oder das ist die beste Erfindung von Mark Zuckerberg, die es je gab. Diese Rechtschreibkorrekturen. Alles klar, bitte lest die Nachricht. Nein! Meine Nachricht wurde gelöscht. Ey, Mann, diese Mods löschen alles. Aber okay, ist. Ja, Bruder, nur weil bei dir die Mods keine Arbeit machen in deinem Chat. Nein! Ich wurde gesperrt. Ich wurde wieder gesperrt, nein. Ey, aber man muss sagen, die Mods von den Bres sind echt stabil, Bruder. Alles klar. Meine lieben Freunde, das war's gewesen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich bin wieder eigentlich sehr, sehr positiv überrascht. Also es gab jetzt zwar klar ein bisschen so ein paar Witze und so, aber genauso kenne ich auch meinen Freundeskreis. Und es war irgendwie schon süß, das mal von einer anderen Perspektive von der Zuschauer. Wir trollen uns schon gegenseitig viel und packen uns auch ab und machen uns auch vielleicht mal echt hier und da mad. Vielleicht ist auch mal einer einen Tag abgefuckt von dem anderen. Das ist alles ganz normal, aber ich glaube, wenn es drauf ankommt, sind wir am Start. Perspektive zu sehen. Und ja, es war halt geil. Dann sind wir am Start, so wenn wirklich mal was Ernstes passieren sollte, jetzt abgesehen von dem Twitch-Kindergarten, von irgendwelchen Beefs oder so. Also mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat das Video auch Spaß gemacht. Passt auf euch auf. Viel Spaß. Und ich gehe jetzt meinen streamfreien Tag genießen, Digga. Ja, ja, mach weiter streamfrei. Wenn ich onkomme, auf einmal alle machen streamfrei. Super. Boah. Ciao. Baba, boah, ich glaube, den Ghetto dazu wäre auch Baba, Bruder. Gutes Video, gutes Video.